Also unsere Lagemeldung bei der Alarmierung lautete, ein Vereinsheim brennt. Und hier ist der örtliche Hundesportverein von Tarmstedt. Und das Vereinsheim brannte im Vollbrand. Wir sind hier mit der Ortsfeuerwehr Tarmstedt, Westertimke und Neue St. Jürgen vertreten. Zurzeit 65 Einsatzkräfte plus RTW und Polizei vor Ort. Das Vereinsheim ist komplett abgebrannt, sind jetzt noch beim Nachlöschen der Glutnester. Ja, es brannte halt lichterloh. Teilweise sicherten wir die umliegenden Bauten. Ne? Gasflaschen befanden sich im Gebäude. Die haben wir gekühlt. Ja, sicherlich. Die Gasflaschen, wenn die dann auch abbrennen, explodieren können die. Die haben wir dann halt gekühlt und haben neben Gebäude halt noch versucht abzulöschen. Aber es ist komplett abgebrannt. Mit dem Radlader haben wir das Trapezblech von dem Dach, nachdem es zusammengestürzt ist, weggezogen, damit wir die Glutnester ablöschen können.